Hören Teil 1. Sie hören 4 Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Ausländeramt Kramer am Apparat. Frau Mietow, wir brauchen dringend Ihr neues Sprachzertifikat für die Niederlassungserlaubnis. Sie haben uns das Zertifikat A2 gebracht. Sie müssen uns aber das Sprachzertifikat B1 bringen. Sonst kann ich die Niederlassungserlaubnis nicht ausstellen. Ich brauche unbedingt das Sprachzertifikat Deutsch B1. Bitte melden Sie sich schnell. Danke. Nummer 1. Liebe Kunden, diese Woche für Sie im Angebot. Deutscher Kopfsalat statt 1,20 Euro nur für 69 Cent das Stück. Äpfel vom Bodensee, das Kilo nur 2,99. Achtung, nur heute im Angebot. Goldgelbe Bananen für nur 99 Cent. Heute zahlen Sie nur 99 Cent für das Kilo Bananen. Nummer 2. Reisebüro Moormann, guten Morgen, Frau Nowatzki. Ihre Flugtickets nach Breslau sind jetzt da. Sie können die Tickets heute bis 20 Uhr abholen. Morgen am Mittwoch ist unser Reisebüro nur bis 18 Uhr geöffnet. Am Donnerstag sind wir von 10 bis 19 Uhr für Sie da. Kommen Sie am besten heute Abend bis 8 Uhr zu uns. Also, dann bis später. Nummer 3. Liebe Fahrgäste, der ICE 888 von München nach Göttingen hat heute 10 Minuten Verspätung. Der Zug hält nicht auf Gleis 4, sondern auf Gleis 5. Achtung, der ICE 888 nach Göttingen über Würzburg, Fulda, Kassel-Wilhelmshöhe fährt heute nicht auf Gleis 4. Bitte zurückbleiben, der einfahrende Zug hält nicht. Nummer 4. Zahnarztpraxis Dr. Holzheimer, guten Tag. Sie rufen außerhalb unserer Sprechstunde an. Wir sind täglich von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr für Sie erreichbar. Vom 2. bis 13. April machen wir Urlaub. In dringenden Fällen rufen Sie unsere Vertretung an. Das ist vom 2. bis 6. April Dr. Mutzmann und vom 9. bis 13. April Dr. Fendt. Am Wochenende rufen Sie bitte den zahnärztlichen Notdienst an. Ende von Teil 1.
Hören, Teil 2. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen. Und nun zu unserem Gewinnspiel. Heute können Sie bei Radio Klangwunder Karten für das Konzert mit Rieke Rossbach gewinnen. Der Star gibt am 24. Juni ein Exklusivkonzert für 100 Personen in Bielefeld. Diese Karten gibt es nirgendwo zu kaufen. Sie können sie nur bei Radio Klangwunder gewinnen. Schalten Sie einfach Radio Klangwunder ein. Zwischen 9 und 12 Uhr können Sie je 2 Karten gewinnen. Einfach anrufen, wenn Sie einen Hit von Rieke Rossbach hören. Nicht vergessen, Radio Klangwunder um 9 Uhr einschalten und 2 Konzertkarten gewinnen. Nummer 6. Und jetzt noch eine Kurzmeldung. Die Innenstadt von Frankfurt ist am Sonntag wegen des Marathons gesperrt. Autofahrer können nicht in das Zentrum fahren. Achtung, die Innenstadt ist für alle Autos ab 9 Uhr morgens gesperrt. Zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr werden die Straßen wieder geöffnet. Das Uniklinikum und den Hauptbahnhof können Autofahrer aber den ganzen Sonntag erreichen. Mehr Informationen gibt die Polizei telefonisch unter 755-46777. Das Bürgertelefon der VGF ist unter der Nummer 21323333 zu erreichen. Nummer 7. Achtung Autofahrer, auf der B27 kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Bitte überholen Sie nicht und fahren Sie rechts. Außerdem 5 Kilometer Stau auf der A8 Richtung München. Hier brauchen Sie 20 Minuten länger als geplant. Und eine Meldung von der A7. 10 Kilometer Stop and Go ab Kasseler Kreuz Richtung Göttingen. Nummer 8. Und nun noch einige Hinweise zu unserem Programm heute Nachmittag. Um 15.10 Uhr hören Sie unsere Oldie-Hit-Parade mit den besten Hits aus den letzten 30 Jahren. Bei mir im Studio ist Dominik Brewe. Er führt Sie durch die Hitparade und hat auch wieder viele interessante Geschichten zu den Hits und Bands. Um 16 Uhr hören Sie dann die Nachrichten mit den neuesten Informationen des Tages. Natürlich bringen wir für Sie auch den Wetterbericht für heute und das Wochenende und die Hinweise für unsere Autofahrer. Und nun viel Spaß bei unserer Oldie-Hitparade mit Dominik Brewe. Nummer 9. Liebe Kunden, diese Woche für Sie im Angebot. Deutscher Kopfsalat statt 1,20 Euro nur für 69 Cent das Stück. Äpfel vom Bodensee, das Kilo nur 2,99. Achtung, nur heute im Angebot. Goldgelbe Bananen für nur 99 Cent. Heute zahlen Sie nur 99 Cent für das Kilo Bananen.
Ende von Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel. Schön, dass Sie Zeit für das Gespräch haben, Frau Becker. Nehmen Sie doch bitte Platz. Vielen Dank. Ich habe Ihnen ja schon geschrieben. In den nächsten Wochen müssen Sie entscheiden, welche Schule Hannah nach den Sommerferien besuchen soll. Mit der 5. Klasse steht der Schulwechsel an. Ehrlich gesagt, sind wir noch nicht ganz sicher, welche Schule für Hannah passt. Wir dachten an das Lessing-Gymnasium. Oder die Gemeinschaftsschule in Niesbach. Also Hannas Leistungen sind gut bis sehr gut. Sie hat auf dem Gymnasium sicher keine Probleme. Die Gemeinschaftsschule ist allerdings ziemlich weit entfernt. Da müsste Hannah jeden Tag etwa mehr als eine Stunde fahren. Ja, aber die Gemeinschaftsschule ist eine Ganztagesschule. Sie wissen ja, dass ich seit kurzem ganztags arbeite. Da bleibt nicht viel Zeit, um mich um Hannas Hausaufgaben zu kümmern. Und sie könnte dort zum Mittag essen. Was möchte Hannah denn? Sie möchte lieber zusammen mit ihren Freundinnen auf das Lessing-Gymnasium gehen. Aber dort gibt es keine Ganztagesbetreuung. Die Schule endet dreimal wöchentlich schon um 13 Uhr. Nur Dienstag und Donnerstag gibt es ein Mittagessen und danach findet Nachmittagsunterricht statt. Informieren Sie sich doch am besten direkt in der Schule. Dort gibt es nächste Woche Infotage. Nehmen Sie Hannah mit und schauen Sie sich alles in Ruhe an. Das machen wir. Vielen Dank. Sollen wir uns danach noch einmal bei Ihnen melden? Das wäre schön. Es interessiert mich, wie Sie sich entscheiden. Nummer 10 und 11. Hallo, Frau Rossi. Ich habe Sie ja schon lange nicht mehr gesehen, obwohl wir im selben Haus wohnen. Wie geht es Ihnen denn? Guten Tag, Herr Rauch. Also, es geht mir ganz gut. Im Moment habe ich aber viel zu tun. Ich arbeite jetzt Vollzeit und muss manchmal auch nachts arbeiten. Ach, wo arbeiten Sie denn jetzt? Ich arbeite als Krankenschwester im Marienhospital. Also, eigentlich habe ich eine Bitte, weil Sie ja direkt neben mir wohnen. Ich habe einen Esstisch im Internet bestellt. Der soll morgen Mittag geliefert werden. Leider bin ich nicht da. Könnten Sie den Tisch annehmen? Ja, das mache ich gern. Morgen arbeite ich erst abends. Soll der Fahrer den Tisch in Ihre Garage stellen? Das ist eine gute Idee. Vielen Dank, Frau Rossi, und bis bald. Ja, bis bald. Nummer 12 und 13. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen. Mein Arzt hat mir 2 Medikamente empfohlen. Ich soll eines davon kaufen. Welches würden Sie empfehlen? Mal sehen. Das hier sind Schmerztabletten. Die nehmen Sie mit Wasser und diese Empfehlung ist ein Pulver. Das mischen Sie mit Wasser und trinken es. Dann nehme ich lieber das Pulver. Ich mag keine Tabletten. Gut. Möchten Sie die Packung mit 20 oder 50 Portionen? Lieber die mit 20. Kann ich das Medikament auch meinem Vater geben? Er ist 80 Jahre und hat manchmal Rückenschmerzen.
Also da sollten Sie besser einen Arzt fragen. Dieses Pulver ist speziell für Kopfschmerzen. Ich verstehe. Wie oft kann ich das Medikament nehmen? Sie sollten maximal 3-mal am Tag je eine Dosis nehmen. Falls Sie auch in 2 Tagen noch Kopfschmerzen haben, sollten Sie noch einmal zum Arzt gehen. Ja, das mache ich. Wie viel kostet das? Das macht 4,50 €. Hier bitte, 10 €. Und 5,50 € zurück. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Nummer 14 und 15. Guten Tag, ich möchte einen Balkontisch umtauschen. Den habe ich gestern hier gekauft. Gefällt Ihnen der Tisch nicht oder ist er kaputt? Der Tisch gefällt mir schon, aber ein Tischbein fehlt. Als ich die Packung geöffnet habe, habe ich es erst bemerkt. Nur 3 Tischbeine. Ein Tisch braucht doch 4 Beine. Ich verstehe. Ein Tisch mit nur 3 Beinen, der kann ja nicht stehen. Genau. Soll ich das Paket direkt zu einem Verkäufer in den Baumarkt bringen? Nein, nein. Ich brauche erst den Kassenzettel. Haben Sie den dabei? Ohne den Kassenzettel kann ich den Tisch leider nicht zurücknehmen. Einen Moment. Hier ist er ja. Sehen Sie, Balkontisch Ibiza. 39,90 € und 2 passende Stühle dazu. Ach ja, ich mache mir schnell eine Kopie. Sie brauchen den Kassenzettel ja als Garantie für die 2 Balkonstühle, die Sie gekauft haben. Möchten Sie sich einen neuen Balkontisch aus dem Markt holen? Ja, gerne. Aber nur, wenn es den Tisch noch in Blau gibt. Sonst passt er nicht zu den Stühlen. Warten Sie einen Moment. Ich sehe mal in unser Computersystem. Also, da müssten noch 2 Tische in Blau sein. Am besten fragen Sie meinen Kollegen in der Gartenmöbelabteilung. Hier ist Ihr Beleg für den Umtausch. Den zeigen Sie meiner Kollegin an der Kasse. Danke. Und das Paket mit dem alten Tisch lasse ich bei Ihnen, oder? Ja, den können Sie hier stehen lassen. Falls Sie noch eine Frage haben, kommen Sie am besten direkt zu mir. Viel Spaß mit dem neuen Tisch. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nummer 16 und 17. Guten Tag, ich brauche ein Girokonto. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ja, bei mir können Sie ein Girokonto eröffnen. Sind Sie schon Kunde bei uns? Nein, aber meine Frau. Sie hat schon seit 2 Jahren ein Girokonto hier bei der Neustädter Bank. Das freut mich. Dann müssen wir zuerst dieses Formular ausfüllen. Bitte tragen Sie hier Ihre Daten ein. Ihren Namen, Ihre Adresse und das Geburtsdatum. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja, aber die Adresse ist nicht aktuell. Wir sind vor kurzem umgezogen. Das macht nichts. Nun müssen Sie noch wählen, welches Konto Sie möchten. Wollen Sie auch Online-Banking nutzen? Genau. Was kostet das monatlich? Wenn Sie Ihr Konto nur über das Internet führen, dann ist es gratis. Es müssen aber monatlich mehr als 1.000 € auf das Konto kommen. Also, wenn ich alle Transaktionen im Internet mache und wenn mehr als 1.000 € monatlich auf mein Konto überwiesen werden, dann ist es kostenlos. Richtig. Und was mache ich, wenn mein Computer kaputt ist oder das Internet bei mir nicht funktioniert? Dann können Sie Tag und Nacht an dem Automaten dort Ihre Transaktionen vornehmen. Ach, an dem Service-Terminal dort. Gut, dann nehme ich das Online-Konto. Jetzt müssen Sie nur noch hier unterschreiben. Vielen Dank. Die Kopie ist für Sie. Und wann kann ich das Konto nutzen? Bereits ab heute Nachmittag. Die EC-Karte kommt dann etwa in 10 Tagen mit der Post. Die PIN-Nummer schicken wir Ihnen separat. Vielen Dank. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Hören, Teil 4.
Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Immer mehr Jugendliche wollen nach der Schule ins Ausland gehen. Manche wollen in einem fremden Land studieren. Andere verbringen ein Jahr in einer Familie. Warum tun sie das? Was sind die Vorteile? Was muss man beachten? Wir haben die Ausbildungsmesse besucht und einige Messebesucher zu diesem Thema gefragt. Beispiel. Also ich will nach dem Abitur als Au-pair in die USA gehen. Darauf freue ich mich schon. Ich wollte schon immer einmal nach Amerika. Erst werde ich 6 Monate in einer Gastfamilie arbeiten. So lernt man Land und Leute am besten kennen, finde ich. Ganz nebenbei kann ich meine Englischkenntnisse verbessern. Englisch brauche ich später bestimmt in meinem Beruf. Anschließend will ich noch 4 Wochen quer durch die USA reisen. Aufgabe 18. Nach der Schule ins Ausland gehen, davon halte ich nicht viel. Die jungen Leute sollen lieber hier im Land bleiben und zuerst eine Ausbildung machen. Also erst eine Ausbildung und dann reisen. Wenn man nämlich einen guten Beruf gelernt hat, verdient man auch nicht schlecht. Mit dem Geld kann man dann eine Reise in ein anderes Land machen. Ich finde, das ist genug. Aufgabe 19. Unsere Tochter Julia würde gern nach der Realschule ins Ausland gehen, aber dann ist sie erst 16 Jahre und noch nicht volljährig. Wer noch nicht 18 Jahre ist, hat nicht so viele Möglichkeiten im Ausland. Deshalb informieren wir uns hier auf der Messe. Aber wir finden Julias Idee gut, im Ausland zu arbeiten. Warum auch nicht? Vor 30 Jahren, als wir jung waren, hatten wir nicht so viele Möglichkeiten. Wir meinen, Julia soll ruhig ein anderes Land kennenlernen. Vielleicht kann sie ja an einem Teenage-Workcamp teilnehmen oder ein Praktikum machen. Aufgabe 20. Ich studiere jetzt seit 2 Semestern Betriebswirtschaft. Bevor ich meinen Bachelor mache, werde ich im nächsten Semester nach Schweden gehen, nach Göteborg. Das ist ein Austausch mit dem Erasmus-Programm. Mein Vater hat nämlich eine Firma, die viel mit Schweden zusammenarbeitet. Wenn ich später in seiner Firma arbeite, kann ich bestimmt auf meine Erfahrungen in Göteborg zurückgreifen.